Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Gäste, zunächst meinen herzlichen Glückwunsch an Klaus Lederer zu deiner erneuten Wahl zum Vorsitzenden unseres Landesverbandes in Berlin und an alle weiteren Mitglieder des Landesvorstandes. Zweitens habe ich gehört, dass ich der letzte Redner bin. Mit anderen Worten, ich kann euch quälen. Je länger ich quatsche, desto später kommt ihr nach Hause, was wirklich gemein wäre. Aber ich höre nach 2 Stunden auf, das ist versprochen. Ich wollte euch was anderes sagen. Ich komme gerade aus München. Ich habe da vor 500 Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern von NGG gesprochen. Und ich muss euch sagen, ich habe eine besondere enge Beziehung zu dieser Gewerkschaft NGG. Das hat 2 Gründe. Erstens waren sie die ersten, die für den Mindestlohn waren, noch als alle anderen Gewerkschaften davon gar nichts hören wollten. Und zweitens liebe ich Nahrung, ich liebe Genuss und vor allem Gaststätten. Und schon deshalb zieht es mich dorthin. Ich sage zu bestimmten Vorfällen von gestern nichts, weil meine Methode besteht darin, bestimmte Dinge vollständig zu ignorieren. Deshalb wird es dazu auch keine Äußerung von mir geben. Aber morgen begehen wir den 25. Jahrestag des Mauerfalles und auch wir müssen ganz deutlich zum Ausdruck bringen, dass das ein ungeheurer Befreiungsakt für die Bevölkerung der DDR war und nichts anderes. Und ich habe ja auch versucht, gestern in meiner Rede das zum Ausdruck zu bringen. Und ich fand es trotzdem auch interessant, diese Umfrage aus der Super-Illu zu zitieren. Ich sage ja gar nicht, dass das meine Meinung ist. Es ist doch trotzdem interessant, wo die Ostdeutschen einen wirklichen Gewinn in der Bundesrepublik Deutschland sehen und wo sie keinen Gewinn in der Bundesrepublik Deutschland sehen. Und ich sage euch noch einmal, wir müssen das zwingend miteinander verbinden. Watz hat nicht recht, wenn er sagt, ich habe gesagt, dass man ziemlich wenig von sozialer Gerechtigkeit hat, wenn man keine Freiheit hat. Er sagt nichts, das stimmt nicht. Über nichts geht es hinaus, aber tatsächlich ziemlich wenig. Aber auf der anderen Seite, wenn man Freiheit hat und keine soziale Sicherheit und keine soziale Gerechtigkeit, kann man sie kaum nutzen. Auch das ist wahr, auch das schränkt es ein. Deshalb müssen wir die Kämpfer sein für Einheit von Freiheit, Demokratie, sozialer Sicherheit und sozialer Gerechtigkeit. Beides müssen wir herstellen. Der Mauerfall ist natürlich auch ein besonderes Ereignis in Berlin. Hier stand ja die Mauer. Und ich will euch nur mal, man darf ja auch einen Moment unterhalten sein, meinen Lieblingsantrag erzählen, den ich mal im Bundestag formuliert habe und wo ich Rupert Scholz, der so schwarz ist, dass er im Keller noch einen Schatten wirft, als Vorsitzenden des Rechtsausschusses dennoch dazu gebracht habe, sich der Stimme zu enthalten. Und zwar ging es um die Mauergrundstücke. Und die wurden ja an die früheren Eigentümer wieder zurückgegeben. Und die mussten 25% des Verkehrswertes dafür bezahlen. Und da haben wir einen Antrag gestellt, wonach ihnen das gebührenfrei zurückzugeben ist, ohne die 25%. Und zwar hatte ich folgende Begründung. Ich habe gesagt, also wenn der Bundestag nach wie vor die Rechtssicht der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika, des Vereinigten Königreiches von Großbritannien und Nordirland, der Republik Frankreich und der früheren Bundesregierung, des früheren Bundestages, des früheren Senats von Berlin, Klammer auf West, und des Abgeordnetenhauses von Berlin, Klammer auf West, Klammer zu, teilen sollte, dann war immer ganz Berlin entmilitarisiert. Dann durfte die Volkskammer eigentlich gar keine Gesetze für Berlin, Klammer auf Ost, Klammer zu, entscheiden. Aber selbst wenn, niemals ein Verteidigungsgesetz. Wenn diese alte Sicht noch geteilt wird, dann war das Verteidigungsgesetz in Ostberlin nicht wirksam. Die Enteignungen erfolgten aber auf der Grundlage des Verteidigungsgesetzes. Mithin sind sie unwirksam. Wenn sie unwirksam sind, muss man an die Enteigneten das zurückgeben, ohne dass die 25% des Verkehrswertes bezahlen. Zweitens, sollte der Bundestag inzwischen die Meinung der Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken und des Obersten Sowjets und die Meinung der Regierung der DDR und der Volkskammer teilen und der Meinung sagen, das Verteidigungsgesetz der DDR hat doch in Berlin gegolten und deshalb konnte man die Enteignung vollziehen und deshalb müssten eben die Eigentümer, wenn sie es zurückbekommen, etwas bezahlen,
Dann muss ich Sie darauf hinweisen, dass in § 9 der Grenzordnung der DDR geregelt war, dass die Grundstücke ohne jede Zahlung zurückzugeben sind, wenn der Zweck der Enteignung sich erledigt hat. Das gab es übrigens nur bei Grenzgrundstücken, bei anderen nicht. Und der Zweck hatte sich natürlich mit dem Fall der Mauer erledigt, weil dazu ja die Anlagen nicht mehr erforderlich waren und da brauchte man auch die Grundstücke nicht mehr. Also falls Sie inzwischen die Sicht der Union der Sozialistischen Republik und so weiter und der DDR angenommen haben sollten, dann ist noch zu Zeiten der DDR ein quasi eigentumsrechtlicher Anspruch auf Rückgabe entstanden und da müssen Sie auch nicht bezahlen. Ich wüsste nicht, nach welcher Variante Sie bezahlen müssen. Und das war eine schöne Sitzung. Ich war nicht dabei im Rechtsausschuss, wo der Robert Scholz sagt, ich weiß nicht, ich komme aus der Logik nicht raus. Und ich finde, wir müssen offensiver werden. Dazu gehört übrigens auch ein Moment der Unterhaltung. Und ich sage euch hier ganz klar, es ist ein Missverständnis, dass nur seriös ist, wer langweilig ist. Das stimmt nicht. Man kann unterhaltend und seriös sein, in der Sache sehr ernst und trotzdem auch mal bestimmte Dinge vorführen. Und wir hier in Berlin haben die Mauer erlebt. Viele von uns, die aus Ost-Berlin kommen, kennen immer nur diese Ostsicht. Natürlich waren wir eingeschränkt dabei, weil wir ja nur sehr begrenzt reisen durften. Aber West-Berlin war richtig eingemauert. Wo du auch hingefahren bist, du bist permanent mit dem Kopf an die Mauer gestoßen. Sowas prägt auch. Und deshalb müssen wir uns auch entschuldigen. Bei Ihnen. Ich will nur sagen, wir nehmen das Schicksal der Westberlinerinnen und Westberliner zu leicht. Und früher war es so, Bonn hat ja alles bezahlt. Brandt hat mal gesagt, er muss nur so viel verdienen, dass er den öffentlichen Dienst bezahlen kann. Den Rest bezahlt Bonn. Alles vorbei. Und deshalb komme ich zu jemandem, wo es ja viel Kritik gab. Und die verstehe ich ja auch. Wenn ich an Wovereit denke und an den BER, reine Katastrophe, brauchen wir nicht drüber zu reden. Oder an die Mieten in Berlin, Katastrophe, brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber wenn jemand im Keller ist, trete ich nie nach. Und ich sage euch klipp und klar, er hat aus unserer Provinz eine Metropole gemacht. Das bleibt sein Verdienst und das sollte man auch anerkennen. Und dem wahrscheinlich neuen regierenden Bürgermeister Müller wünsche ich alles Gute. Wir sollten zunächst wohlwollend auf ihn zugehen. Mal sehen, ob was packt, das weiß ich nicht. Übrigens, den Satz gestern, der mir erzählt worden ist, dass Wovereit gesagt hat, Müller ist nicht wie Wovereit und das ist auch gut so. Das finde ich also auch einen schönen Satz. Wir werden sehen, wie es in Berlin weitergeht. Aber wir, der Berliner Landesverband, müssen wieder an Akzeptanz zulegen. Mir gefallen die letzten Wahlergebnisse überhaupt nicht. Wir müssen uns tiefer verankern hier in Berlin und wieder eine Alternative werden. Zumal die Piraten dabei sind, sich selbst zu zerstören. Also jetzt lasst uns auch mal was tun, dass wir da vorankommen und die Akzeptanz in der Bevölkerung wirklich erhöhen. Und wir werden das auch schaffen. Ich bin da ganz sicher. Lasst mich inhaltlich nur über ganz wenig sprechen. Ich will euch darauf aufmerksam machen, dass wir einen gefährlichen Prozess der Entstaatlichung erleben. Das hängt damit zusammen, dass der Westen im Kalten Krieg gesiegt hat und nicht aufhören konnte zu siegen. Ihr kennt die ganze Problematik in Bezug auf Ukraine und Russland. Es gibt nicht Sicherheit und Frieden in Europa gegen und ohne Russland. Wir müssen hier eine andere Politik machen. Selbst Kohl sagt jetzt, man muss intensivste Gespräche führen, um nicht mit Sanktionen und anderen Dingen hantieren, die übrigens auch uns schaden. Der Rückgang an Ausfuhren macht 4 Milliarden Euro aus, nur bis Ende August. Das kostet Arbeitsplätze und vieles andere mehr. Aber mal ganz abgesehen davon. Dadurch ist eine Situation entstanden, dass Staaten aufhören, als solche zu existieren. Wir haben in Somalia keinen funktionierenden Staat. Wir haben in Libyen keinen funktionierenden Staat. Wir haben im Irak keinen funktionierenden Staat. Die irakische Regierung kann die Grenze zu Syrien überhaupt nicht schützen. Die kann da gar nicht hin. Die hat da null Einfluss. Und in Syrien wird der Staat zerstört. Und in der Ukraine gibt es auch zerstörerische Momente. Das ist die eine Entstaatlichung, die wir erleben. Die zweite Entstaatlichung, die wir erleben, die erleben wir in unserer Gesellschaft. Das reichste Prozent in unserer Gesellschaft interessiert sich für den Staat nicht. Die haben auch mit dem Staat gar nichts zu tun. Die bestimmen ihren Wohnsitz, eine Briefkastenfirma oder andere Dinge nach ganz anderen Gesichtspunkten, nach Steuerrecht, nach Sozialrecht, nach Arbeitsrecht etc. Und das andere interessiert sie nicht. Und wenn sie irgendwo hin wollen, in eine Gegend, haben sie Privatflugzeuge, das kriegen sie immer alles geregelt. Sie haben keine Beziehung mehr zum Staat. Und dann gibt es einen armen Teil der Bevölkerung. Es gibt einen kleinen armen Teil, den erreicht leider die NPD. Es gibt einen deutlich größeren armen Teil, den erreichen wir.
Und es gibt einen armen Teil der Bevölkerung, den erreicht niemand. Niemand. Die sind völlig weg vom Staat. Die gehen nicht nur nicht wählen, sie haben nichts damit zu tun. So etwas kann zu sehr gefährlichen Entwicklungen führen. Und wir haben mit eine Verantwortung, darauf zu achten. Und die Bundesregierung denkt nicht strategisch und denkt über solche Dinge überhaupt nicht nach. Es wird aber höchste Zeit, dass wir darüber nachdenken. Und zwar gerade, weil es sich in Berlin auch besonders herauskristallisiert, können wir hier am ehesten solche Prozesse beobachten und begleiten. Und der dritte Punkt der Entstaatlichung, das ist CETA und TTIP. Was hier passiert, ist doch ganz klar. Die Wirtschaft wird aus dem Staat herausgenommen, und zwar aus der Zuständigkeit des Staates. Das steckt dahinter. Deshalb sollen auch die Gerichte dafür nicht zuständig sein. Das ist dann ein völlig politikfernes Gebiet. Wenn es aber politikfern ist, hat es auch mit Demokratie nichts zu tun. Denn politische Demokratie haben wir nur in der Politik, nicht in der Wirtschaft. Und es gibt drei Sachen, die mich stören. Das eine ist, was heißt Freihandel? Freihandel heißt, wenn du es also uneingeschränkt machst, dass jeder alle Produkte und Dienstleistungen verkaufen darf in einem anderen Land, wenn sie nach seinen Gesetzen ordnungsgemäß sind. Ob sie nach den Gesetzen des anderen ordnungsgemäß sind, interessiert da nicht. Sonst ist es ja kein Freihandel. Das bringt natürlich zum Beispiel für deutsche Unternehmen den großen Vorteil, dass sie Rohmilchprodukte, die in den USA verboten sind, verkaufen können. Es bringt aber einen Unterschied, der wieder gravierende Folgen für unsere Unternehmen hat. Wir haben, was Verbraucherschutz betrifft, im Kern eine vorbeugende Kontrolle. Das heißt, du musst nachweisen, dass das nicht schädlich ist. Ich meine, was da immer passiert, ist noch was anderes. Aber ist ja wurscht. Auf jeden Fall musst du Gutachten machen, musst das alles belegen etc. Das kennt die USA nicht oder das kennen die USA nicht. Die USA kennen nur die nachsorgende Kontrolle. Das heißt, du kannst rausbringen, was du willst und erst wenn ein Schaden entsteht, wird untersucht, woran es liegt und dann haftest du und wirst du großen Schadenersatzsummen verurteilt. Jetzt sagt mir der BMW, das bedeutet, dass wir etwa 5 Jahre daran arbeiten müssen, da können die schon verkaufen, dann haben wir gar keine Chance mehr auf dem Markt. Darauf wird nicht geachtet, aber das ist noch harmlos. Auch das Chlorhuhn, das kriegt man schon alles noch gebacken. Das Problem sind 2 andere Sachen. Ja, du musst es ja auch backen, wenn es nicht so nach Chlor schmecken soll. Und das Problem sind 2 andere Dinge. Das eine ist der Schutz, das Verbot von Investitionshemmnissen. Das klingt harmlos, bedeutet aber, dass in einem bestimmten Rechtszustand ein amerikanischer oder kanadischer Konzern hier seinen Sitz begründet. Und wenn sich der Rechtszustand im Nachhinein verschlechtert, dann ist das ein Verstoß gegen das Verbot von Investitionshemmnissen. Ich habe euch ja schon erzählt von dem australischen Ministerpräsidenten, der gesagt hat, er würde das nie wieder unterschreiben, weil Philip Morris riesige Schadenersatzungen geltend macht, weil sie jetzt draufschreiben müssen, dass Zigaretten ungesund sind. Und was heißt das? Stellt euch mal vor, wir kriegen in Berlin auf Bundesebene eine vernünftige Regierung zustande. Also ich sage mal mit ein paar Linken. Und wir erweitern die Mitbestimmung und machen für die Konzerne etwas höhere Steuern. Dann sagen die, nicht mit uns. Das ist ja ein Verstoß gegen das Verbot von Investitionshemmnissen. Dann müssen wir Schadenersatz bezahlen. Wenn wir den nicht bezahlen wollen, können wir entweder das gesetzlich machen oder wir nehmen im Gesetz die kanadischen und amerikanischen Unternehmen raus. Dann gehen die deutschen Unternehmen zum Bundesverfassungsgericht und bekommen natürlich recht, weil es ja eine Wettbewerbsverzerrung ist, wenn sie Auflagen haben, die die anderen nicht haben. Völlig klar. Was tun? Politik wird unmöglich gemacht. Zumindest vernünftigere. Du kannst dann eigentlich immer nur noch den Ist-Zustand beibehalten für die Konzerne oder die Situation für ihre Profite verbessern. Sobald du das Gegenteil betreibst, geht das nicht mehr. Das ist kreuzgefährlich. Wir haben eine Weltwirtschaft und keine Weltpolitik. Und jetzt kommt das zu uns in dieser Form, indem sie sagen, wir wollen mit dem Staat dabei möglichst nichts zu tun haben. Und das Dritte ist natürlich die Schiedsgerichte. Nun verstehe ich das, wenn du mit Idi Amin früher, einem Diktator in Uganda verhandelst und er sagt, das müssen dann unsere Gerichte entscheiden, weil du weißt, die entscheiden sowieso, was er will, sagst du, na, das geht nicht, wir müssen hier einen anderen Weg finden. Aber im Verhältnis USA, Europäische Union, darf ich mal bitten? Frankreich hat einen Rechtsstaat,
Griechenland, Deutschland etc. ist doch absurd zu sagen, dass sie die Gerichte ausschalten. Dann muss ich euch Folgendes sagen, so ein Schiedsverfahren hast du drei Leute, also die einen benennen Anwalt, die anderen benennen Anwalt und die beiden müssen sich dann noch auf einen dritten verständigen. Meine Meinung wird natürlich eine andere, wenn sie sich auf mich verständigen, aber ansonsten bleibt sie, wie sie ist. Also wie dem auch sei, war nur ein Scherz, wie dem auch sei, es passiert ja was ganz anderes. Dann entscheiden die zu zweit. Mit 2-1 Richterstimmen ist die Sache ja entschieden und zwar endgültig. Das kostet übrigens so zwischen 2,5 und 3,5 Millionen Euro, so ein Schiedsverfahren. Und das hat folgende Konsequenz. Ein Mittelständler in Deutschland verklagt einen amerikanischen Konzern, der hat die 2,5 bis 3,5 Millionen nicht. Wenn er sie hat, ist er schon pleite und hat noch gar keine Entscheidung. Die zweite Variante ist, es geht um das Verhältnis Staat-Konzern. Also die sagen, wir hätten ein falsches Gesetz gemacht und sie wollen von uns Schadenersatz in Höhe von 100 Milliarden Euro haben, dann gehen die zu dem Schiedsgericht, bekommen Recht, es gibt keinen Gerichtsweg. Die Bundesregierung kann weder zum Kammergericht gehen, noch zum Landgericht gehen, nicht zum Bundesgerichtshof, nicht zum Bundesverfassungsgericht, nicht zum Europäischen, nichts. Der Gerichtsweg ist ausgeschlossen. Das ist eine kreuzgefährliche Entstaatlichung. Und ich habe den Wirtschaftsleuten gesagt, wissen Sie, was das für Sie bedeutet? Wenn Sie meinen, Sie haben eine Schadenersatzforderung gegen die Bundesregierung, müssen Sie zum Landgericht, da gewinnen Sie. Oberlandgericht, Bundesregierung legt natürlich Berufung ein, gewinnen Sie wieder. Dann legen die Revision ein beim Bundesgerichtshof, dann verlieren Sie. Dann kriegen Sie erstens nichts, zweitens hat es 8 Jahre gedauert und drittens zahlen Sie alle Verfahrenskosten. Während der amerikanische oder der kanadische Konzern Sie auslacht, weil er sagt, wir haben ein Schiedsverfahren und dann ist alles erledigt. Und das Ganze ohne den Staat. Ich will nur darauf hinweisen, weil es gibt ja so eine Stimmung in der Bevölkerung dagegen. Und wir müssen aufklären. Wir müssen wirklich aufklären, weil wir das in dieser Form nicht zulassen. Leider ist Gabriel verliebt in TTIP. Nur hat die SPD Kriterien beschlossen, dann kannst du es gleich vergessen, wenn sie die einhalten. Und deshalb werden sie die auch nicht einhalten. Das ist meine große Sorge. Lasst mich noch etwas sagen zum Islamischen Staat und zum Völkerrecht. Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen die Partei des Völkerrechts bleiben. Und wenn wir die Partei des Völkerrechts bleiben wollen, können wir es nicht machen wie die anderen, dass wir sagen, Völkerrecht interessiert uns immer nur, wenn es uns passt. Und wenn es uns nicht passt, dann nicht. Das geht nicht. Und es gibt ein weiteres Missverständnis. Ich möchte da endlich mal aufklären. Das höchste Organ, das sich die Menschheit geschaffen hat, ist der Sicherheitsrat der Organisation der Vereinten Nationen. Der ist zuständig auch für militärische Beschlüsse. Aber dass ein Organ für etwas zuständig ist, heißt doch nicht, dass es richtige Entscheidungen trifft. Wer von uns will denn, dass der Vorstand der Deutschen Bank Gesetze beschließen kann? Das wollen wir nicht. Wir sind dafür, dass das der Bundestag beschließt. Aber bedeutet das denn, dass wir jedes Gesetz, das der Bundestag beschließt, nur weil er zuständig ist, gut finden müssen? Auf keinen Fall. Ich verstehe das immer nicht. Wenn ich sage, dass der Sicherheitsrat zuständig ist, dass viele darunter verstehen, dass man dann jeden Beschluss des Sicherheitsrates gut zu finden hat, zu akzeptieren hat. Wieso denn? Der Sicherheitsrat ist gebunden an die Charta der Vereinten Nationen. Er kann den ersten Fehler begehen, indem er die Charta der Vereinten Nationen verletzt bei seinem Beschluss. Das wäre so, als ob der Bundestag ein grundgesetzwidriges Gesetz beschließt. Das kann ja auch vom Bundesverfassungsgericht aufgehoben werden. Allerdings so ein Organ haben wir weltweit bei der UNO nicht. Aber es hindert uns doch keiner daran zu sagen, dass durch den Beschluss die Charta verletzt wird. Wenn die Charta nicht verletzt wird, können wir sagen, wir finden es politisch richtig. Wir können aber genauso sagen, wir finden es politisch falsch. Was soll es? Aber wenn wir die Zuständigkeit bestreiten, dann machen wir indirekt den Fehler, selbst den Weltpolizisten USA zu stabilisieren. Weil dann darf ja jeder machen, was er will. Und genau davon geht die Regierung der Vereinigten Staaten aus. Und wir nicht, weil wir eine Völkerrechtspartei sind. Und das Zweite. Alles, was jetzt mit dem Islamischen Staat passiert, ist wieder völkerrechtswidrig. Was ist denn das, eine Koalition der Willigen? Die USA leiert ein, fragt nicht mal Assad etc. Das ist mit dem Völkerrecht nicht zu hören. Es gibt keinen Sicherheitsratsbeschluss. Und da gibt es aus einem Grunde nicht. Erstens wegen des schlechten Verhältnisses von USA und Russland wegen der Ukraine. Aber zweitens, weil sie sich bei Assad nicht verständigen. Und Russland sagt, natürlich müssen wir Assad einbeziehen, wenigstens fragen.
Und die Amis sagen nein. Und wegen dieses gravierenden Punktes wird das Völkerrecht schon wieder über Bord geworfen? Das erste Mal wurde es beim Jugoslawienkrieg über Bord geworfen. Ich bin übrigens damals nach Belgrad gefahren und habe mich arg beschimpfen lassen, wegen des Gesprächs bei Milosevic. Aber ist auch egal. Ich sag's bloß mal, weil immer so Anbieterei unterstellt wird. Na, also es war das ganze Gegenteil davon. Aber das ist mir auch nicht wichtig. Wichtig ist mir was anderes. Damals wurde das Völkerrecht deshalb über Bord geworfen, weil der Westen dachte, er braucht es nicht mehr. Er hat ja gesiegt. Eine ganz typische Siegermentalität. Und jetzt gehen sie bei der Krim zu Russland und sagen, Russland, die sollen das Völkerrecht einhalten. Da kommen die USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, vier Völkerrechtsverletzer und sagen zum fünften Völkerrechtsverletzer, dass er das Völkerrecht einhalten soll. Das ist nicht besonders glaubwürdig. Und deshalb müssen wir die Partei des Völkerrechts sein und bleiben. Und deshalb sage ich, alles, was dort jetzt geschieht, ist völkerrechtswidrig. Aber noch was. Fünf Staaten sind so privilegiert wie kein anderer Staat auf der Erde. Denn wenn der Sicherheitsrat das höchste Organ ist, gibt es nur fünf Regierungen. Wenn eine von ihnen Nein sagt, kommt ein Beschluss nicht zustande. Es reicht, dass Frankreich Nein sagt, passiert es nicht. Oder Großbritannien, oder Russland, oder China, oder die USA. Und wer so privilegiert ist, muss auch besondere Pflichten haben. Ich sage euch, wenn endlich der Staat Palästina gebildet wird, und es muss die Grenze zwischen Israel und Palästina geschützt werden. Das wollen die Israelis selbst machen. Da wird mir schon ganz unheimlich. Ich bin für die fünfständigen Mitglieder des Sicherheitsrates. Stellt euch mal den Trupp vor. Immer ein Russe, ein Chinese, ein Ami, ein Franzose, ein Briter. Da hast du automatisch einen Interessenausgleich. Die können nicht einseitig die Interessen durchsetzen. Und China und Russland haben es begriffen. Bei Libyen haben sie zugestimmt, dass es nur die drei Westmächte machten. Und das war ihr Fehler. Deshalb haben die den Beschluss verletzt. Das machen die nie wieder. Das haben sie mir beide gesagt. Sowohl in Moskau als auch in Peking. Und deshalb sage ich, ja, wenn sie die besondere Verantwortung haben, sollen sie es auch gemeinsam machen. Und überhaupt stehen sie in der Verantwortung, eine friedensschaffende Ordnung wiederherzustellen. Im Kalten Krieg war es doch ganz einfach. Einflusssphäre Sowjetunion, Einflusssphäre USA, blockfreier. Stimmt alles nicht mehr. Ein Bin Laden wäre immer angebunden gewesen, entweder beim sowjetischen oder beim amerikanischen Geheimdienst. Und wenn er aus dem Ruder gelaufen wäre, hätte er bei dem einen wie bei dem anderen einen Unfall gehabt. So wäre es gewesen. Heute sind das alles freischwebende Kräfte. Niemand hat Einfluss darauf. Und die größte Schwäche von Obama ist seine Schwäche. Was der alles versprochen und nicht gehalten hat, ist geradezu abenteuerlich. Und deshalb sage ich, hier müssen wir einfach klar Kante zeigen. Und ich glaube, mein Standpunkt, den ich ja veröffentlicht habe, nicht jetzt, wird letztlich die Lösung sein, wie wir damit umgehen können. Und dass der Islamische Staat furchtbar ist, weiß ich. Nun wird mir gesagt, aber die Taliban waren genauso, die waren auch gesagt. Es gibt einen Unterschied. Das andere waren innere Auseinandersetzungen. Wie furchtbar sie sind, da darf man von außen nicht rein. Aber der IS ist von außen gekommen. Das ist etwas völlig anderes. Und das greift zum Völkerrecht. Und deshalb müssen Entscheidungen getroffen werden. Ich will zu Berlin nur noch eins sagen, was mir wirklich, also mir machen viele Dinge Sorgen, wobei ich ja im Wahlkreis Treptow-Köpenick gewählt wurde. Es tut mir leid, euch das sagen zu müssen, es ist doch der schönste Bezirk in Berlin. Ich meine, ihr könnt das gerne anders sehen. Aber also die Intoleranz der anderen wundert mich schon, kann ich nur sagen. Aber abgesehen davon, was jetzt wirklich ein riesiges Problem wird, ist die Wohnungsmieten. Hier müssen wir jetzt wirklich aktiv werden. Wir müssen hier politisch wirklich das Feld erobern. Das geht so nicht. Und zwar mit möglichst einfachen, konkreten, überzeugenden Vorschlägen, wie wir das Ganze in Berlin meistern können. Anders geht es nicht. Ich komme zum Schluss, weil ihr ja nach Hause wollt, was ich auch verstehe. Und weil ich noch zum Geburtstag muss von Klaus Ernst. Pflichten hören nie auf. Und das mache ich ja auch gerne. Und morgen muss ich noch mal ans Brandenburger Tor. Und ein bisschen froh darf ich doch am Montag sein, weil es dann der 10. November ist. Aber dann kommt nächstes Jahr der 25. Jahrestag der Deutschen Einheit. Wird auch nicht viel einfacher, will ich euch nur sagen. Macht nichts. Was haben wir alles durchgestanden seit Dezember 89? Die schon damals dabei waren. Mein Gott, deshalb gibt es bestimmte Dinge, die können mich gar nicht mehr erregen. Und ich bin im Fernsehen gefragt worden, ein schönes Streitgespräch mit Herrn von Donani.
Ich liebe ja adlige Sozialdemokraten. Der hat so einen konservativ edlen Zug, würde ich mal sagen. Der ist so in der Form, nie grob, sowas gefällt mir schon. Aber auf jeden Fall sagte dann dieser Journalist, naja, also wenn Ramelow nur gewählt ist in Thüringen, mal angenommen, er wird gewählt, dann ist doch der letzte Tabubruch vollzogen. Und wieder die Herausforderung mit früherer SED und so weiter. Sag ich, nein, ist noch nicht vollzogen. Da sagt er, wieso? Da sage ich, was glauben Sie, was los ist, wenn wir das erste Mal in eine Landesregierung in den alten Bundesländern eintreten? Da geht das alles von vorne los. Dann erleben wir den ersten Ministerpräsidenten, den wir stellen in den alten Bundesländern an. Dann geht erst mal was los. Dann kommt unsere erste Beteiligung an der Bundesregierung. Na, da ist vielleicht der Teufel los. Die CDU, CSU dreht durch. Und dann kommt der Tag, an dem wir den Kanzler stellen. Und da ist alles aus. Aber da bin ich zum Glück schon tot. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Tschüss.